dass ihr vorbeischaut und willkommen zu so einem mega, mega, mega einfachen Rezept. Wir machen so einen richtig klassischen, ganz simplen Butterkuchen, aber es müssen eben nicht die aufwendigen Sachen sein, die super, super lecker sind, und das seht ihr auch hier, falls ihr das Rezept noch nicht kennt. Und zwar brauchen wir dafür eigentlich nur einen super leichten Hefeteig. Dafür habe ich hier in meiner Küchenmaschine in der Schüssel das Mehl schon abgewogen, da buddel ich mir jetzt so eine leichte Kuhle rein. Da kommt dann so eine ganz kleine Menge von meiner Hefe rein. Ich habe so einen 250 Gramm Block, aber ihr braucht im Endeffekt von der kleinen Würfelhefe vielleicht so ein Drittel ungefähr. Also wirklich nur eine ganz kleine Menge. Dann kommt ein bisschen was vom Zucker dazu und von der warmen Milch. Und dann wird das so für 10-15 Minuten stehen gelassen, bis die Hefe schon mal so ein bisschen aufgeschäumt ist. Dann kommen die restlichen Zutaten dazu und dann wird das Ganze in der Küchenmaschine auf kleinster Geschwindigkeit richtig schön geschmeidig laufen gelassen, dass da eben so ein schöner Hefeteig rauskommt. Was aber noch nicht, oder was hier noch gefehlt hat, jawohl, was jetzt dazu kommt, ist noch eine richtig großzügige Prise Salz. Die macht, dass der Geschmack richtig schön rund ist. Die gebe ich aber beim Hefeteig immer relativ weit außen an den Rand, weil Hefe und Salz jetzt nicht so die besten Freunde sind. Und damit da das eben zum Schluss eingearbeitet wird, immer so schön an den Rand verteilen. Hier dann so 10 Minuten später ungefähr, könnt ihr sehen, ist so ein richtig schöner Teig entstanden. Den habe ich abgedeckt und gute zweieinhalb Stunden stehen lassen, dass der an Volumen sich verdoppelt. Das heißt, einiges an Geduld bitte dabei haben. Klar, ihr könnt auch mehr Hefe dazugeben, aber ich fand diesen dezenten Geschmack dann doch was schöner. Immer wenn der Deckel so ein bisschen beschlägt ist, liegt es daran, weil ich mit dem Bunsenbrenner meine Schüssel so ganz leicht angewärmt habe. Lasst euch davon nicht irritieren, ihr könnt die Schüssel auch auf eine Heizung zum Beispiel stellen oder in die Mikrowelle stellen, die natürlich nicht anmachen, oder in den Ofen stellen, den natürlich nicht anmachen, irgendwo, wo es einigermaßen warm ist. Und wenn das Ganze dann so gut doppelt so groß an Volumen eben zugenommen hat, könnt ihr das Ganze auf euer Blech mit Backpapier geben. Und wie ihr hier seht, ich habe das einfach nur mit den Händen so ein bisschen gedrückt, geschoben, geformt, brauchte noch nicht mal mein Rollholz. Habe das dann so halt auf meinem Blech in Form gebracht. Auch nochmal, weiß ich nicht, so eine Dreiviertelstunde, Stunde an einem warmen Ort stehen lassen. Bevor ich jetzt meinen Finger genommen habe, der hatte einen Handschuh an, weil ich mich geschnitten hatte an dem Tag, und Hygiene und so, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ihr macht da halt einfach ganz fröhlich eure Löchlein rein, ist auch bestimmt eine spaßige Kinderaufgabe, ganz viele Löcher da reinpieken. Und dann kommt jetzt so mit zum Schluss einfach noch ein bisschen viel in Würfel geschnittene Butter dazu. Die hatte ich ein paar Minuten im Eisfach, damit die schön fest bleibt und nicht so zermatscht, wenn ich das Ganze da so reinportioniere. Also einfach reindrücken, und wenn ihr das alles gestopft, gefüttert habt, kommt da noch eine großzügige Menge Zucker drauf, als auch gehobelte Mandeln, jawohl. Und wer Bock hat, vielleicht noch ein Vanillezuckerchen drüber oder ein bisschen Zimt, wäre auch ganz, ganz lecker. Also da einfach auf jeden Fall großzügig sein, was die Toppings angeht. Dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Ofen, bis das so richtig schön goldig einfach lecker aussieht, und dann lasst ihr das nach dem Backen vielleicht noch so 15 Minuten auf dem Blech auskühlen, damit das nicht so heiß ist. Ich habe das aber dann relativ lauwarm noch mit einer heißen Tasse Kaffee genossen und war im siebten Himmel. Ich glaube, es gibt nicht viel Besseres an Kuchen als manchmal eben sowas super Einfaches. Ich freue mich total auf eure Kommentare. Lasst mich gerne mal wissen, ob ihr sowas schon mal gemacht habt oder wie es gelaufen ist, nachdem ihr das jetzt nachgebacken habt. Ich freue mich schon, von euch zu hören, und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!